Die bayerische WM-Analyse aus dem Giesingerbräu, präsentiert von abendzeitung.de und diemannschaft.blog. Wo es Thomas Müller allerdings schwieriger hätte, zweifelsohne, wäre hier im 60-Hoheitsgebiet mitten in Giesing. Wir haben hier auch ein paar Löwen unter uns. Jetzt hat er es gesagt. Das ist es. Weil der 60er-Fan muss immer irgendwann unaufgefordert 60 schreien. Wenn du eine Hochzeit hast und es ist ein 60er dabei, dann sagt der Pfarrer, wollen Sie diese Frau zu ihrer angetrauten Ehefrau nehmen? Und plötzlich antworten sie mit Ja oder Nein und du hörst von hinten 60! Also er würde lieber den Verein heiraten, meinst du, oder? Ja, das auch. Der 60er ist ein spezieller Fan, aber ich kann nur sagen, ich habe mehr als nur Sympathie für die 60er. Also, erklär's uns. Es ist einfach Giersing, jetzt sage ich schon meinen eigenen Borzenkini-Rap, aber Giersing 60er, das gehört einfach zusammen. Also du kannst das 60 nicht aus München wegdenken und das ist ein ehrlicher Verein. Es ist ein unehrlicher Investor, muss man sagen, aber ein ehrlicher Verein mit Herzblut und mit allem drum und dran. Und du merkst es ja, wenn 60 absteigt plötzlich und dann wieder aufsteigt, was jetzt da los war. Ich meine, ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Das war Wahnsinn, oder? Das war irgendwo zwischen Glück und Dämmerzustand sowieso, oder? Wie bestellt der 60er Bier? 60! Deiner Meinung nach ist also München blau oder ist München blau rot? Nein, oder sind nur die Zugrosten die roten? Oder? Also es ist so. 60er wirst du nicht, wenn du Zugroster bist und sagst, du brauchst jetzt einen Fußballverein, für den du dich interessierst. Oder da gibst du mir recht. Das wird man nicht einfach. 60er ist man oder ist man nicht. Bayern-Fan hingegen wird man, indem dass man zum Beispiel jetzt von woanders herzieht und sagt, ach ja, da gibt es ja noch die Bayern, ne? Und wenn man mal zum Fußball gehen will, dann könnte man ja Bayern-Fan sein und dann sitzt man halt mit seinem Shirt, siehst du es ja selber, ja. Und dem Schal dann im Stadion und das ist halt, es ist ein Eventverein, ja? Aber trotzdem ist es ein ernsthafter Fußballverein, für den es auch leidenschaftliche Fans gibt. Also das sind nicht alles nur Freizeitfans.